Auf der Autobahn ereignet sich ein Unfall. Auf der Gegenfahrbahn staut sich der Verkehr. Leute fahren langsam. Sie nehmen ihr Handy, schießen Aufnahmen, machen Videos sogar. Manche bleiben sogar stehen. Warum gaffen Menschen? Ja, warum gaffen Menschen? Im Grunde ist die menschliche Neugier etwas ganz Normales. Wir beobachten das natürlich auch schon bei Kleinkindern. Sie explorieren ihre Umwelt, sie schauen da, sie schauen dort. Wir müssen Informationen sammeln über das, was uns um uns herum passiert. Wir müssen sie einordnen, wir müssen verstehen, was da passiert. Allerdings liegt der Fokus sehr häufig aufs Negativen, denn negative Ereignisse haben natürlich eine große Bedeutung. Bin ich selbst betroffen von einem Unfall? Bin ich noch gesund? All diese Fragen, die kommen sehr schnell auf und die können wir natürlich über solche Neugier auch befriedigen. Sonst gibt es Gaffen natürlich auch im sexuellen Kontext. Wir haben diesen Voyeurismus zum Beispiel, auch ein Interesse daran, andere zu beobachten. Bis zum gewissen Grad ist das auch normal, hat einen Spaß dran, irgendwie sexuelle Inhalte auch zu betrachten. Wenn es dann auf Gegenliebe stößt, das sind die Exhibitionisten, dann ist das sowieso perfekt. Problematisch wird sowas natürlich dann, wenn es andere Leute stört, ihr Privatrecht verletzt. Und für den Betroffenen ist es auch dann problematisch, wenn dieser Voyeurismus die einzige Möglichkeit ist, überhaupt noch sexuelle Lust zu empfinden. Dann wird es problematisch. Aber ich will nicht zu weit hier wegkommen, jetzt auch vom Gaffen auf der Autobahn. Da haben wir es also jetzt mit dem Fokus auf Negativen zu tun. Es ist etwas Unnormales passiert. Da passiert irgendetwas, was ich womöglich noch nie gesehen habe. Und dann ist es ganz normal, ist ganz menschlich, dass man Neugier entwickelt und dann da auch hinschaut. Jetzt ist Hinschauen eine Sache und gleich wieder wegschauen. Die andere Sache ist Hinschauen und dann auch noch weiter sich dafür zu interessieren, womöglich Einsatzkräfte zu behindern. Das ist dann nun Gaffen und davor steht natürlich irgendwie eine Art moralische Entscheidung. Man muss überlegen, was mache ich denn da überhaupt? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich da jetzt vielleicht als Verletzter auf der Straße liege und jemand anderes kommt und schießt ein Foto von mir in dieser Situation oder filmt die ganze Geschichte? Müssen sozusagen dann Filter, sind normalerweise Filter eingebaut, die dann überschritten werden müssen. Was dazu kommt ist, wie verhalten sich andere Menschen? Wenn jetzt viele stehen bleiben auf der Straße oder auf der Autobahn, viele langsam fahren, ich kann ja gar nicht schneller fahren, dann kann es sehr schnell passieren, dass diese Norm, hier passiert etwas, hier musst du gucken, sich überträgt auf die Einzelnen, die vorbeikommen und dann etwas passiert, dass wir sehr stark sozial beeinflusst werden in dieser Situation und das nachahmen, was die anderen uns vormachen. Der Erste bleibt stehen, der Zweite bleibt stehen und womöglich der Erste zückt sein Smartphone, schießt ein Foto und dann nimmt das auch der Zweite in die Hand und schießt da auch ein Foto und der Nächste filmt das Ganze und dann auf einmal kommt es zu solchen Szenen, die dann ja häufig auch ganz negative Konsequenzen haben, etwa auf der Autobahn, wenn es dann auf der anderen Straßenseite auch noch Unfälle gibt, wegen der Gaffer eine ganz schlimme Angelegenheit. Ja, was sind das für Menschen, die nun besonders gerne gaffen? Allzu viel weiß man darüber nicht. Zumindest sind es erstmal Leute mit einem großen Neugierbedürfnis. Wir nehmen an, dass dieses Neugierbedürfnis auch so etwas wie eine Sensationslust angeboren ist. Das sind Menschen mit einem relativ niedrigen Erregungsniveau, mit dem sie chronisch herumlaufen und dann sehr häufig von außen neue Informationen bekommen müssen, damit ihr Erregungsniveau steigt. Andere Menschen haben das weniger stark, sind von innen her schon erregt genug und müssen dann nicht nach außen gehen, um neue Informationen, etwas Aufregendes zu erleben. Das ist nicht unbedingt immer nur mit Gaffen verknüpft, natürlich. Man kann auch
solche Sensationen auf alle möglichen Arten und Weisen erleben. Häufig genannt wird etwa Extremsport, also Bungee-Jumping, aber auch Sensationen können auch sein, dass man ein tolles Buch liest und dann ist das ja auch alles harmlos und ohne Problem. Darüber hinaus sind es vor allem Menschen mit einer geringen Empathie gegenüber dem, was anderen passiert. Also dieses Mitfühlen funktioniert nicht so richtig. Also man ist dann sehr egoistisch, man hat Spaß daran, jetzt dieses zu betrachten. Und wie es jemand anderem geht, der vielleicht verletzt auf der Straße liegt, das interessiert nicht, das wird nicht bedacht, das wird auch nicht mit eingerechnet in die eigene Verhaltensentscheidung. Das ist also auch ein Phänomen, das hier eine Rolle spielt. Am Ende kann man sich fragen, kann man etwas dagegen tun? Denn es passiert ja einiges durch dieses Gaffen. Da ist inzwischen der Gesetzgeber ja auch schon vorangegangen. Es gibt also Bußgelder bis zu 1.000 Euro. Fahrverbote können verhängt werden fürs Gaffen. Und wer etwa Filme dreht oder Fotos schießt von Leuten, die verletzt auf der Straße sind, der muss mit Geldstrafe oder gar mit Haftstrafe bis zu 2 Jahren rechnen. Denn hier werden Persönlichkeitsrechte natürlich verletzt und das möchte niemand haben, dass in so einer Situation dann auch noch gefilmt oder fotografiert wird. Interessanterweise zeigen sich die meisten Gaffer bei Ansprache, bei gezielter Ansprache auch einsichtig. Sie merken, oh, irgendwie mache ich hier was falsch. Das betrifft jetzt nicht die sogenannten Katastrophentouristen, die also das zum Teil ja auch schon als Hobby betreiben. Immer wenn irgendwo was passiert, ein Unfall geschehen ist oder ein Hochwasser sich ereignet, dann fahren die dahin, bauen noch so ihre Picknick-Utensilien auf, sitzen da und schauen zu, wie den anderen die Häuser wegschwimmen und die Feuerwehr vergeblich gegen die Fluten kämpft. Die werden sich nicht einsichtig zeigen, die muss man tatsächlich dann auch zwingen, das zu unterlassen. Aber die allermeisten zeigen sich einsichtig, verstehen dann auch im Grunde, dass hier mache ich irgendwie was falsch. Man kann Bewusstsein schaffen, man kann fragen, wie würdest du dich denn jetzt fühlen, wenn du in dieser Situation wärst? Und schließlich ganz wichtig, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, es gibt diese Norm, du musst da hinschauen, du musst gaffen. Wir könnten diese Norm natürlich auch verändern, berichten auch zum Beispiel viele Feuerwehrleute, wenn sie dann sagen, Leute, ihr müsst jetzt die Handys weglegen und jetzt zum Beispiel helfen. Man drückt ihnen einen Absperrband in die Hand und sperrt jetzt hier mal ab, dass andere das nicht sehen. Oder es werden inzwischen ja auch Wände aufgestellt, Absperrwände, sodass das Gaffen gar nicht mehr möglich ist auf der Autobahn von der anderen Spur, dass sie helfen können an dieser Stelle, dann verändert sich die Norm innerhalb der Gruppe und dann sind Menschen, die allermeisten jedenfalls, durchaus einsichtig und hören mit dem Gaffen auf. Ja, vielen Dank soweit fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie einen Daumen da für uns. Sie können den Kanal auch gerne abonnieren. Es gibt immer wieder neue Themen, spannende Themen aus der Sozialpsychologie und bis dahin. Ciao. We'll be right back.